dann heißt es immer, man soll was zurücklegen. Vorsorgen, sparen. Aber wie soll ich das machen? Ich verdiene jetzt auch nicht so viel. Oh, Entschuldigung. Nee, der Herr ist für mich der Guten. Hab ich dir eigentlich schon erzählt? Ich habe ein Abo fürs Fitnessstudio. Aber wie hältst du dich eigentlich so fit? Yoga. Und ich spiele mit meinen Freundinnen Bridge jeden Freitag. In 30, 40 Jahren möchte ich mal genauso werden wie du. Machen, was mir Spaß macht. Mir was leisten können. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das anstellen soll. Das ist manchmal einfacher, als du denkst.